Louis Barre Imperial, mein heutiges Bier aus Lübeck. Das kommt von der Ernst Barre Brauerei, würde von euch gewünscht. Und das kommt mit einer richtig schönen, kräftigen, goldenen, ja schon fast Bernstein-Kupfer-orangefarbenen Farbe ins Glas. In der Nase, grasig, hopfig, schön helles Malz. Ja, cheers, jetzt zum Wohl. Helles Malz, leichte Karamellnoten und ein schön grasiger Hopfen. Moderate bittere Zitrus-Grapefrucht und wenig Würze. Leichte Honignote, aufkommende Süße und eine leichte Säure. Wunderbar balanciert, super weich im Mund. Kräftiger mittlerer Körper, eine schöne moderate Kohlensäure und eine ja, glatte, leicht ölige Textur. Im Nachtrunk deutliche hellmalzige Süße, deutlich mehr bittere und eine zunehmende Würze. Ein richtig spannendes Bier, das Louis Barre Imperial aus der Privatbrauerei Ernst Barre. Ein Bier, über das es viel zu erzählen gibt. Das Ganze mache ich in meinem langen Video bei YouTube. Wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr da jetzt schauen. Alle anderen klicken hier gerne auf Folgen für weitere Bierverkostungen, wie zum Beispiel heute von dem